Vor seinem Rat für strategische Entwicklung und nationale Projekte hielt Russlands Präsident Putin in dieser Woche die folgende Grundsatzrede. Im Zentrum all unserer Entscheidungen, Pläne und Programme sollte eine Gruppe von Personen stehen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Die Interessen und die Sicherheit russischer Familien sollen an erster Stelle stehen. Danach haben wir während der Coronavirus-Epidemie gehandelt. Als Hauptpriorität galt der Kampf um jedes Leben, der Schutz der Gesundheit unserer Bürger und ihr Vertrauen in die Zukunft. Darauf haben wir die Bemühungen von Bundes- und Regionalbehörden, medizinischen und wissenschaftlichen Zentren, der Geschäftswelt und gemeinnützige Organisationen konzentriert. Diese wirklich landesweite Einheit hat es uns ermöglicht, angemessen auf die epidemische Herausforderung zu reagieren. Natürlich nicht ohne Probleme, natürlich nicht ohne Fehler. Aber insgesamt können wir sagen, wir haben angemessen reagiert. In Russland werden heute täglich mehr als 300.000 Tests von Bürgern auf das Coronavirus durchgeführt. Bis zum 11. Juli diesen Jahres wurden 170.377 Spezialbetten eingerichtet. Heute werden nur 66% für den vorgesehenen Zweck verwendet. Dies ermöglichte es uns, mit der schrittweisen Verlegung mobiler medizinischer Einrichtungen zu beginnen, und das war im normalen Betriebsmodus erfolgreich. Ich stelle fest, dass nach einem der Hauptindikatoren für die Wirksamkeit unserer Arbeit, der Todesrate, die Situation immer noch gut aussieht. In Russland ist die Sterblichkeitsrate aufgrund einer Coronavirus-Infektion pro 100.000 Menschen um ein Vielfaches niedriger als in vielen anderen Ländern, einschließlich europäischer Länder mit entwickeltem Gesundheitssystem. Die tägliche Anzahl der in unserem Land festgestellten Fälle bleibt stabil. Und die Zahl derer, die sich erholt haben, wächst. In dieser Hinsicht hat die überwiegende Mehrheit der Bürger der Russischen Föderation begonnen, das Regime der Selbstisolation und andere Beschränkungen abzumildern. Ja, der Kampf gegen diese Bedrohung dauert natürlich noch an. Vor allem aber sehen wir einen positiven Trend. Und jetzt ist es wichtig, sorgfältig und entsprechend der aktuellen Situation zu handeln, um die Schäden zu minimieren, die die Epidemie für die Wirtschaft und den sozialen Bereich verursacht hat. In all diesen schwierigen Wochen und Monaten haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt, um präzise, genaue, aber meiner Meinung nach zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Und in recht kurzer Zeit konnten wir neue Mechanismen erarbeiten und einführen, um Bürger und Unternehmen zu unterstützen, die in dieser schwierigen Zeit notwendig waren. Zuallererst für russische Familien, Angestellte von Unternehmen und Organisationen. Wir haben keinen explosiven, wie in einigen Ländern dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit zugelassen. All dies deutet darauf hin, dass wir große Reserven haben, um noch effizienter und im Einklang zu handeln. Manchmal muss ich zugeben, dass uns diese Zusammenarbeit in den frühen Phasen des Kampfes gegen die Epidemie noch fehlte. Aber gerade die hohen Anforderungen an die Qualität der öffentlichen Verwaltung haben unsere Bürger auch bei der Abstimmung über Verfassungsänderungen gesehen. Und dieses Vorbild soll als Leitfaden für alle Ministerien, Abteilungen, regionalen Managementteams und für die Kollegen aus Kommunen dienen und sich in all unseren strategischen Plänen und Initiativen widerspiegeln. Heute schlage ich einen Blick auf die Hauptmechanismen zur Lösung systematischer Entwicklungsprobleme vor bei nationalen Projekten. Ich schlage vor, sie auf Grundlage der Personalauswahl und in den letzten Monaten gesammelten Erfahrungen zu erörtern. Wir müssen unsere Arbeit natürlich an die reale Situation anpassen. Ich muss gleich sagen, trotz der aktuellen Schwierigkeiten bleiben unsere langfristigen Ziele unverändert.
Wir müssen neue Faktoren und Gegebenheiten berücksichtigen. Ich möchte das nur feststellen, insbesondere im Zusammenhang mit der Epidemie und sich den daraus ergebenden wirtschaftlichen Realitäten, der Wirtschaftskrise und den weltwirtschaftlichen Trends. Ich wiederhole, wir müssen diese Faktoren und die bestehenden Beschränkungen berücksichtigen. Was können wir tun? Wir müssen unsere Fähigkeiten und Mittel effektiver verteilen. In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, über den aktuellen Planungshorizont nationaler Ziele und Projekte hinauszuschauen. Das bedeutet für 2024 und davor, bei der Entwicklung der gesetzten Ziele nationale Aufgaben zu definieren. Ich werde hier einige Hauptpunkte skizzieren, die sich gegenseitig ergänzen und die moderne Umgebung für das Leben russischer Familien und die menschliche Entwicklung bilden. Worauf ich gerne eingehen möchte. Das erste ist vor allem die Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen. In den letzten Monaten sind wir uns dessen besonders bewusst geworden. Wir müssen ein stetiges Bevölkerungswachstum erreichen, eine Erhöhung der Lebenserwartung und natürlich konsequent gegen das unangenehme Thema Armut kämpfen. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir brauchen neue Arbeitsplätze und günstige Rahmenbedingungen für Menschen, ihre Geschäfte zu führen. Wir müssen auch die bereits geplanten Maßnahmen im Gesundheitssystem umsetzen und die zusätzlichen Ressourcen dafür bereitstellen. Wir müssen das gesamte System der medizinischen Versorgung, einschließlich Querschnittsaufgaben, wir haben viel darüber gesprochen und die Planungen sind angemessen, stabiler und flexibler machen und in der Lage sein, auf alle Herausforderungen effektiv zu reagieren. Ich füge hinzu, dies gilt auch für das System der Mobilisierungsbereitschaft im Land. Dies bedeutet, dass auch in Notsituationen, die mit möglichen globalen Epidemien verbunden sind, die geplante medizinische Versorgung in Russland regulär erfolgen soll und natürlich im Allgemeinen eine den modernen Qualitätsstandards entsprechende Verfügbarkeit. Der zweite wichtige Block ist die Schaffung von Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung von Menschen, zur Entwicklung von Talenten von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen. Während der Epidemie zeigten alle Ebenen der nationalen Bildung, und ich stelle dies als sehr positiven Faktor fest, ihre Fähigkeit, sich schnell anzupassen und stabil zu bleiben, um neue Arbeitsformen anzubieten. Dieses menschliche, technologische und organisatorische Potenzial der Bildung und der Wissenschaft ist natürlich ein starker Wettbewerbsvorteil. Ich bin überzeugt, dass wir uns darauf verlassen und damit die folgende Anforderung erfüllen können. Russland sollte in Bezug auf Forschung und Entwicklung, in Bezug auf die Qualität der Allgemeinbildung weltweit führend sein. Die Grundvoraussetzung dafür ist, alles zu tun, damit jeder junge Mensch, unabhängig davon, wo er geboren wurde, welches Einkommen seine Familie hat, eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten, seine Talente verwirklichen kann. Des Weiteren, der dritte Block unserer Aufgaben ist eine komfortable und sichere Umgebung für das menschliche Leben. Hier ist eine ganze Reihe von Themen wichtig, darunter vor allem das ökologische Wohlergehen und die Verringerung der negativen Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die Umwelt. Wir haben hier unsere Aufgaben, wir haben darüber gesprochen, Pläne wurden ausgearbeitet. Darüber hinaus haben wir internationale Verpflichtungen übernommen. Ich habe wiederholt gesagt, dass wir in diesem Bereich seit vielen, vielen Jahren Probleme angehäuft haben und beginnen, sie zu lösen. Gleichzeitig ist es wichtig, nicht nur die bereits angehäuften Umweltschäden zu beseitigen, sondern auch nach vorne zu schauen und unter anderem die Herausforderungen zu berücksichtigen, denen wir im Bereich des Klimawandels gegenüberstehen. Wir beobachten dies, sehen mit eigenen Augen. Ein Thema besonderer Aufmerksamkeit, insbesondere der Kollegen in den Regionen, sollte natürlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Städten und Gemeinden in ländlichen Gebieten sein.
Die Lösung der Wohnungsprobleme der Bürger ist ein äußerst wichtiges Thema, sowie die Stärkung der unterstützenden Infrastruktur einschließlich des Straßennetzes. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir bis 2018 an Tempo beim Bau und der Reparatur von Bundesstraßen zugelegt haben. In den letzten 2 Jahren konzentrierte sich die Bemühungen auf die Ausbesserung regionaler Straßen. Diese Arbeit sollte weiter fortgesetzt werden. Gleichzeitig betone ich, hier geht es nicht nur um das aktuelle Budget der Infrastruktur. Es ist wichtig, neue Finanzierungsquellen für die Ausgaben zu gewinnen, um die Erfahrung unserer führenden Unternehmen zu nutzen. Ich habe bereits das Beispiel der russischen Eisenbahnen angeführt. Meine Kollegen haben sich orientiert und hier einen guten Job gemacht. Sie haben im Rahmen ihres Anlagenprogramms Anleihen ausgegeben. Das läuft gut. Ich möchte auch die Domerer F Corporation erwähnen, die mit eigenen Wertpapieren Mittel für Hypotheken sammelt. Der Ausbau der Infrastruktur und die Stärkung der Beziehungen zwischen den Regionen und Gebieten des Landes werden viele Hindernisse für geschäftliche und unternehmerische Initiativen beseitigen. Es ist jedoch notwendig, nicht nur infrastrukturelle, sondern auch bürokratische Hindernisse zu beseitigen. Wir sprechen bereits seit Jahren darüber, auch im Bauwesen. Hier muss man noch energischer und entschlossener handeln. Natürlich nicht zum Nachteil der Qualität und Sicherheit von Gebäuden und neuen Einrichtungen. Übrigens hat die Schaffung neuer medizinischer Zentren in wenigen Wochen während der Epidemie sowohl das Verteidigungsministerium als auch der Katastrophenschutz haben in diese Richtung gearbeitet, gezeigt, dass gute Ergebnisse erzielt werden können. Ich stelle fest, dass die Regierung, ja, ich weiß, dass sie, wie sie mir bereits berichtet hat, bereits etwa 1/3 der aktuellen Normen und Regeln der Bauindustrie als Empfehlung übertragen hat. Ich möchte aber sagen, das Clearing muss weitergeführt werden. Darüber hinaus in allen Bereichen des Wirtschaftslebens. Es geht nicht nur um das Baugewerbe. Dies ist das auffälligste Beispiel, aber andere Branchen haben genug Probleme dieser Art. Im Allgemeinen müssen die Arbeiten zur Verbesserung des Geschäftsklimas fortgesetzt werden, um die Entstehung neuer Investitionsprojekte zu fördern, vor allem im Bereich der Importsubstitution. Natürlich möchte ich noch einmal betonen, dass Importsubstitution kein Allheilmittel ist. Wir versuchen nicht, alles durch Importsubstitution zu ersetzen. Ich werde jetzt hier nicht auf Details eingehen. Sie verstehen, wovon ich spreche. Die Erfahrung der letzten Monate, in denen der internationale Handel aufgrund der Schließung von Grenzen ins Stocken geraten ist, haben jedoch gezeigt, dass diese Aufgabe nicht an Relevanz verloren hat und vielleicht sogar noch dringlicher wird. Wir müssen aktiv eigene Produktionskompetenzen schaffen, vielversprechende Marktnischen beherrschen, einschließlich der Entwicklung von Mikroelektronik und anderer kritischer Bereiche, einschließlich der Versorgung Russlands mit Saatgut und Setzlingen im Agrarsektor. Es gibt große Reserven für den Inlandstourismus, was jetzt besonders wichtig ist für die Menschen. Wenn viele Länder geschlossen sind, müssen wir den Inlandstourismus entwickeln, das ist offensichtlich. Die Infrastruktur muss auch hier ausgebaut werden. Es reicht nicht aus, ein gutes unternehmerisches Klima zu schaffen. Es ist notwendig, Geschäftsinitiativen substanziell zu unterstützen, um neue Unternehmen aufzubauen. Ich fordere sowohl die Regierung als auch die Regionen auf, sich darauf zu konzentrieren. Eine starke, stabile Volkswirtschaft ist zweifellos der Schlüssel zur erfolgreichen Lösung systemischer Probleme. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die kürzlich im Zusammenhang mit der Pandemie aufgetreten sind, besteht eine Aufgabe darin, Beschäftigung und Einkommen unserer Bürger zu fördern. In diesem Frühjahr haben wir ein beispielloses Paket zur Unterstützung der Binnenwirtschaft verabschiedet. Und es ist eine großartige Ressource. Vielleicht ist es im Vergleich zu anderen Ländern nicht groß, aber es ist uns gelungen. Ich möchte dies als positive Arbeit der Regierung hervorheben, etwas Sinnvolles zu tun. Das gilt auch für Selbstständige. Von ihnen bis zu den Backbone-Unternehmen und Schlüsselindustrien. Überall sind wir zuversichtlich die Dinge angegangen und haben meiner Meinung nach nichts verpasst. Vielleicht sollte noch etwas ergänzt werden. Ich stimme dem zu. Wir werden mehr darüber sprechen.
Es war jedoch wichtig, die stetige Arbeit von Unternehmen und Organisationen aufrechtzuerhalten, um Arbeitsplätze und Einkommen russischer Familien zu retten. Gleichzeitig betone ich, den Unternehmern, die legal arbeiten, alle Arbeits- und Steuergesetze einhalten und sich um ihre Teams kümmern, wurde Vorrang eingeräumt. Diese Linie der Legalisierung und Erhöhung der Transparenz unserer Wirtschaft muss vor allem im Interesse unserer Bürger und der inländischen Wirtschaft fortgesetzt werden, damit alle zivilisiert arbeiten können und in jeder Situation die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen können. Aber damit sie arbeiten können, müssen wir natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen und über die gerechte Steuer- und Steuerfreiheit jede Belastung nachdenken. Ich stelle fest, dass wir in der Zeit der Epidemie viele Maßnahmen schnell und zeitnah umsetzen konnten, um Unternehmen und Bürger, die digitale Dienste nutzen, in einer bequemen Remote-Form zu unterstützen. Und natürlich müssen die Vorteile neuer Technologien umfassender genutzt werden. Hier müssen wir auch einer der Weltmarktführer werden. Hier haben die letzten Monate gezeigt, dass das für uns möglich ist. Darauf sind wir generell vorbereitet. Wir müssen uns nur auf diesen Bereich konzentrieren und eine leistungsstarke digitale Entwicklung in allen Bereichen des Lebens einleiten, im Bildungssystem, in medizinische Versorgung, bei öffentlichen Dienstleistungen, was besonders wichtig ist, im Bereich Wohnen und Kommunales sowie in der örtlichen Wirtschaft. Und natürlich bei der Förderung neuer Geschäftsideen. Darüber hinaus schreiten digitale Technologien so schnell voran, dass wir hier buchstäblich jedes Jahr und vielleicht sogar noch häufiger alles anpassen müssen. Was sonst noch sehr wichtig ist, die Regierung erhält die Anweisung, einen nationalen Aktionsplan zur Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit auszuarbeiten. Eine Liste systemischer Lösungen zur Überwindung der Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs, um in den Weg eines nachhaltigen Wachstums einzutreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage vor, Maßnahmen dieses Plans in nationale Projekte zu integrieren und alle wichtigen organisatorischen Fragen zu klären. Im Anschluss sprach Ministerpräsident Mischustin über die Umsetzung von Putins Vorgaben. Die Rede wurde übersetzt nach dem Originalmanuskript des Kreml. Aktuelle News aus Moskau gibt es in unserem Programm jeden Sonntag mit Julia Dudnik in ihrer Sendung Russland direkt. Abonniert uns oder schaut in unserem Shop vorbei.